Ja, los, da was, Freunde, Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteres Bauvideo, was ich abgeschlossen habe, schon längere Zeit. Wir kennen ja alle Filme, Rogue One, The Mandalorian, auch in, ich meine, Boba Fett-Serie haben wir ihn alle kurz gesehen. Wir kennen alle ihn, die Black Hole Troopers, die haben einen ganz besonderen Blaster, den EFD-Blaster. EFD-Blaster kennen wir alle, den hatte ich ja vor eigener Zeit, vor. Als ich hier mit meinem YouTube-Kanal begonnen habe, habe ich mir einen allerersten Blaster aufgebaut. Natürlich ohne Funktion, ohne irgendwelche Schussfunktionen, einfach nur eine Deko-Filmrequisite. Ob man jetzt ein Kostüm haben möchte oder irgendetwas anderes, man müsste halt nur halt vorne orange markieren. Aber ich möchte euch trotzdem heute wieder mal was zeigen, was ich wieder aufgepäppelt habe. Heute habe ich ein bisschen restauriert. Der war so ein bisschen Leidenschaft gezogen nach langer Zeit. Und möchte euch hier endlich mal noch einmal mein selbstgebauten EFD Blaster aus Rogue One Star Wars zeigen. Viel Spaß, komplett aus Edelstahl. So, hier liegt das gute Stück im großen Format. Natürlich ein bisschen schwer, ich weiß nicht ungefähr. Ich glaube, 2 bis 3 Kilo wiegt das Ding hier. Das habe ich mal beim Bauhaus mal geholt. Das Rohr mal, das war mal so ein Deko-Stück. Das kann ich ja eigentlich normalerweise auch abschrauben, damit ihr auch mal seht, dass es keine Funktion hat. Das ist ein ganz einfaches Stück Rohr, was ich hier mit dem Gewinde hinten dran befestigt habe, damit man diesen Vorderlaufmantel hat. Hier fehlen halt nur die Strukturen, ne? Es hat eigentlich noch solche Kühlrillen. Man kennt es beim EFD Blaster, aber ich habe es nicht reingekriegt mit der Flex. So sieht das gute Stück aus. Sieht hier einfach ein massives Gewinde nur drin und hier ist halt ein Gegengewinde, damit ich das wieder reindrehen kann, damit andere mal seht, dass es hier einfach nur eine Requisite ist. So, jetzt gucken wir uns das gute Stück mal angucken. Trotzdem ist es ein großes Kino, ein großes Highlight. Es war für mich großes Bau für mich gewesen, um dieses Stück zu bauen. Zeige euch mal das erstmal komplett in der Hand. Lack war so ein sogenannten Eisenschutzlack, den ich benötigt habe, um so ein bisschen dieses Bornierte hinzukriegen. Einmal von der Seite und natürlich von der Seite. Ich kann natürlich auch hergehen. Da müsste ich mal ganz weit mit der Kamera weggehen. Ich kann auch die Schulterstütze ausklappen. Seht ihr das? Ich würde es gerne in den Arm nehmen, aber es ist ein bisschen langer Zeit. Ich zeige euch gleich mal, welche in der Hand habe. Aber möchte ich euch mal zeigen erstmal. Diese Schulterstütze habe ich komplett aus den Edelstahl rausgehämmert, krumm gemacht, ne, damit das auch besser aussieht. Diese Wölbung, ne, erst geht es hier auseinander, dann geht es schmal runter. Ich weiß, es fehlt noch eine andere Schulterstütze, die kann man hier mit Stangenrampen befestigen, dann kann man die zurückschieben. Werde ich noch mal nachbauen. Dann fehlt hier noch diesen Abschussknopf, diesen Tigger, den muss ich auch noch mal nachmachen. Ich habe schon lange an nichts mehr gemacht, den muss ich noch ein bisschen aufpäppeln. Ich habe heute erstmal ein bisschen Lack gemacht. Ich habe noch einen anderen Acryllack gemacht. So, der Kasten soll eigentlich normalerweise noch Elektronik reinkommen. Soll so also LED reinkommen, dass ein bisschen angeleuchtet wird. So, jetzt klappe ich den wieder auseinander zusammen. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und von der anderen Seite mal zeigen. Muss mal kurz anderes Licht machen, damit ihr seht, dass ich auch so ausklappen kann. Sieht geil aus, ne? Griff ist ein bisschen vierkantig geworden, ne? Das ist klar. Es war ja, als früher die sogenannten Blaster gebaut worden sind, die EF-Blaster, das waren ja früher aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß es nicht genau mehr. Dieses Stehlen, die Maschinenpistolen, die haben sie ja damals für den Film genommen. Und hier sieht man ja auch die Struktur und dann haben sie auch halt bei Rogue One, denke ich mal, diesen EFD Blaster das komplette Lauf vorne abgesägt, abgeflext und dann irgendein Rohr oben drauf gesetzt. So macht man das. So habe ich es hier auch ein bisschen umgebaut. Und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht, den zu bauen. Also wie man nachzubauen. So, jetzt zeige ich ihn euch nochmal in der Hand. Ich versuche das Beste mal zu machen. So groß ist er. Ne? Hier ist die Schulterstütze, die man umklappen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, so mache, dann habe ich eigentlich den EFD-Blaster so, wie man ihn kennt, bei den Black Hole Stupas im Einsatz.
So. Ja, so sieht er aus. Gut, das Rohr ist ein bisschen schmal und kürzer, aber das war das einzige Rohr, was ich gehabt habe. Und hier müssen, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, diese sogenannte Kühlschlitze rein. Ne? Der hat ja auch eine Struktur hier drin, offen. Ich habe es leider nicht hingekriegt, aber gut. Es war für mich der erste Blaster, der vom Rogue One EFD Blaster. Ich werde mal gucken, noch einen zweiten Mal zu bauen. Vielleicht werde ich es besser machen. Aber ich finde schon, der ist ganz gut geworden. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, könnt ihr mal einen Kommentar reinschreiben. Ich muss mal gucken, dass ich eine Haltung mache für so einen Gurt. Weil der, wenn man auf Messe geht und Treffen geht, ist der ein bisschen schwer. Auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, hier wird ein bisschen Elektronik eingebaut. Wir haben später mal vielleicht eine LED hier vorne rein, vielleicht, dass es ein bisschen Plasmaschüsse abgibt. Aber ansonsten, gut, ist halt so. Gut, wollt euch mal ganz kurz meinen Rogue One EFD Blaster mal zeigen, den ich mir selbst gebaut habe. Der hatte ich hier, ich glaube, das war 2018, 2019, habe ich angefangen, den zu bauen. Und ja, es freut mich, euch den nochmal hier zu zeigen. Wenn euch das Video gefallen haben solltet zum Thema diesen Blaster, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Euer Mike im Start. Bis dann. Ciao. Yeah.